They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Inzwischen längst finden müssen. Lasst uns jetzt nicht weiter über unsere schwere Situation nachdenken, sondern über andere Dinge reden. Oh, Jungs! Das ist genau das, woran ich ehrlich gesagt nicht denken wollte. Ich habe ganz vergessen, dass Dexter heute Abend mit Raven ins Kino geht. Aber wer weiß, kann doch sein, dass es gar nicht so gut läuft. Ich glaube, ich trage dieses Armband. Oder vielleicht diesen Ring. Oh, die Kette ist aber auch hübsch. Es ist keine Abschlussprüfung, Raven. Ihr geht zusammen in einen Film. Ich weiß, ich weiß. Oh, ich bin viel nervöser, als ich dachte. Ich meine, das ist mein erstes richtiges Date mit Dexter. Er ist da. Oh, entschuldige, ich habe nicht gemerkt, dass das Holz dein Kopf war. Ich meine, die Tür war dein Kopf. Ich meine, hier, Blumen. Dankeschön, Sie sind, wundervoll. Ich hab's vergessen. Böse Königin, Blumen. Ist schon okay. Ich stell sie einfach ins Wasser. Ich bin so ungeschickt. Es tut mir so leid, Dexter. Nein, es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Ehrlich, es tut mir so leid. Mir tut's jetzt so, so leid, dass es dir leid tut. Meine Güte, hier ist es ja echt abgefahren und, Vielleicht können wir uns einfach irgendwo setzen. Was meinst du? Pass auf, wo du hintrittst. Wieso sage ich sowas? Soll ich was zum Knabbern holen? Ich hole was zum Knabbern. Nein, 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 ich sollte bleiben. Nein, ich hole lieber was zum Knabbern. Möchtest du was zum Knabbern? Ich möchte was zum Knabbern. Ich gehe mal zur Toilette. Musst du vielleicht auch mal aufs Klo? Ja. Raven. Dexter, ich glaube, ich muss dir was gestehen. Ich bin wirklich richtig super nervös. Du bist nervös? Aber ich bin doch nervös. Wir haben wohl etwas gemeinsam. Also ehrlich, es gibt eigentlich keinen Grund, nervös zu sein. Lass uns einfach so sein, wie wir sind. Und den Abend zusammen genießen. Aber Raven... Shh, der Film fängt an. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes geschieht. Oh. Neměli bychom tam už být. Pochodujeme celou věčnost. Je tu taková tma, že nevím, jestli je den nebo noc. Já vím, kolik je. Čas na večeři. Mám hlad. O, jsem na hledání jídla v lese expert. A kousek odsud znám jeden podnik. Pojďte za mnou. Tada! Perníková chaloupka, to je perfektní. Jdeme, holky. Ulomme si kousek zvenčí. Fuj, hnus. Je celá zaprášená. Koukneme se dovnitř. Co tady chcete? Najděte si svoji vlastní perníkovou chaloupku. Fuj. Vítejte vřele v jogurtovém baru slečny Muffet. Je to mňamka. Posaďte se a uvolněte se. Jen jsem jim chtěl říct, že mají přístup na web zdarma. Nebojte, holky, znám tady jednu rodinu a ta mě vyloženě zbožňuje. Halo, to je Blondie Locks. Co budeme dělat? Nehejbejte se! Třeba odejde pryč! Asi nejsou doma. Oh, dobrý den! Dobrý, Blondie Locks. Ale vítám. Tak raději pojďme jinam. Moc ráda jsem vás poznala. Co to vykládáte? Mé kamarádky mají hlad. Nemáte náhodou nějakou kašičku? Ale jistě! Vždycky máme kašičku. A nabídnout jí dívce, která nám vrazila do domečku, by asi bylo zdvořilé.
To by stačilo! Už mi rozbila postýlku, rozbila mi židličku! Já už to nevydržím! Jdi pryč! Jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč! Tak, to byl trapas. Měli jste mě nechat mluvit. Jak jsem řekla, ti medvědi mě opravdu milují! Also, auf der Einladung steht, geht einfach in Richtung des Zauberwaldes und die Party wird euch schon finden. Ich verstehe. Zwei Mädchen allein im tiefen Wald. Was ist das? Das ist ein Busch. Oh, ja. Ich habe immer ein bisschen Angst im Wald. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn es dunkel wird. Jemand beobachtet uns. Siehst du, die Bullen kommen immer näher. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Cupid? Wir haben bis jetzt nicht mal das Schulgelände verlassen. Oh. Hi, Mädels. Wisst ihr was? Ich darf über das Blaumondwaldfest im Spiegelkast berichten und habe sogar eine extra Einladung gekriegt. Hat da jemand extra Einladung gesagt? Fable. Na toll. Es hat uns also jemand beobachtet. Beobachtet euch? Oh nein, ich war nur gerade auch hier und habe zufällig gehört, dass meine beste Freundin Blondie Locks eine extra Einladung zum Fest bekommen hat. Also komm, machen wir uns auf den Weg. Hi, Leute. Meinetwegen können wir los. Oh, du bist Blondies Gast beim Fest. Naja, wie man's nimmt. Blondie wollte, dass sie jemand frisiert. Wer ist denn das? Mädels, das ist Fable. Wenn wir könnten, würden wir dich mitnehmen, ganz ehrlich. Aber es geht nicht. Tja, dann solltet ihr vier wohl besser gehen. Wenn wir zurück sind, machen wir es wieder gut und unternehmen etwas zusammen. Klingt super. Falls ihr überhaupt jemals zurückkommt. Hey, hallöchen, Cerise. Hey, immer schön locker. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich schön spazieren gehen kann? Ja, sicher. Nehmen wir mal an, ich wäre ein unwissender Reisender in diesem Wald. Würdest du mir verraten, was der schlimmste und gefährlichste Fehler wäre, den ich begehen könnte? Naja, nur so viel. Der Zauberwald liegt zu deiner Rechten. Der dunkle Wald liegt zur Linken. Der schlimmste Fehler, der dir unterlaufen kann, ist tief in den dunklen Wald zu laufen. Wie auch immer, ich muss los. Warte, aber du hast doch gerade gesagt... Oh, ist auch egal. Damit ich mit den Absagen leben kann, zeige ich Ihnen den falschen Weg hier an. Die Weggabelung müsste gleich da vorne sein. Wir müssen nur diesem Schild folgen. So gelangen wir direkt in den Zauberwald. Der sieht für mich aber nicht sehr zauberhaft aus. Ach, kommt schon, Mädels. Wir sind schon spät dran. Also drei zum Tee plus du und ich, wie ich das sehe. Aber ich habe die Kuchen mit den Keksen und den Untertassen vertauscht. Hallo, Raven. Tut mir leid, ich habe gar nicht zugehört. Es ist nur, weil Dexter mich endlich gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehe. Ich will nur, dass dieses Date irgendwie... Toll wird? Dann weiß ich, mit wem du unbedingt sprechen solltest. Ich hab's endlich getan. Ich habe Raven um ein Date gebeten. Oh, was habe ich getan? Probleme mit einem Mädchen, kleiner Bruder. Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass du dich gerade für den Spiegelcast vorbereitest. Oh ja, es geht um die Kunst, Cupcakes zu dekorieren. Alles muss einfach perfekt sein. Oh, entschuldige bitte. Hi, ist das ein frischer Cupcake, den ich da rieche? Kann ich fragen? Tut mir leid, aber ich arbeite hier nicht mehr. Bis dann. Wow, wie unhöflich. Naja, auf jeden Fall geht es um dieses Date. Heute Abend mit Dexter. Wow! Perfekter könnten die gar nicht sein. Ein Cupcake, bitte. Was hast du gesagt? Naja, ich hab da dieses Date und... Ein Date. Okay, wir behaupten jetzt einfach, ich wäre er und du bist du. Aber ich bin ich. Ich sehe dich und dann sage ich, Mensch, Hallöchen, Raven, Mann, du siehst... einfach perfekt heute Abend aus. Du hast gezögert. Was stimmt nicht mit mir? Es wird eine Riesenkatastrophe. Du kannst mir vertrauen, kleiner Bruder. Du bist ein Prinz Charming. Alles, was du brauchst, ist dein umwerfendes Lächeln. Okay, lass es mich versuchen. Echt jetzt? Und das super spezielle Geheimnis bei Jungs ist besonders wählerisch zu erscheinen. Gut, zum Beispiel der Typ da drüben. Er ist zu witzig. Dieser Typ scheitelt sein Haar viel zu weit links. Der da hinten kaut viel zu laut. Sein Hut ist merkwürdig. Und wenn du dann dein Killerlächeln zeigst, hast du es schon so gut wie geschafft. Sei einfach umwerfend, stark und beliebt auch. Sei unbeschreiblich gut aussehend. Sei einfach wie ich.
Du meine Güte. Viel zu geheimnisvoll. Er ist zu trottelig. Seine Füße Blondie. Sind zu groß. Er ist zu still und er ist Blondie. Zu hart. Sie hat Cupcakes. Ein Cupcake. Ein Cupcake. Blondie. Oh nein. Ja, du hast anscheinend die Kontrolle verloren. Aber weißt du was? Das war gar nicht so schlecht. Dieses Cupcake-Style-Kleid ist genau das Richtige für meinen Spiegelcast. Und ich glaube, du machst bestimmt alles richtig. Nein, diese nicht. Und die gehen auch nicht. Das Blaumondwaldfest ist heute Abend. So kann ich unmöglich in den Zauberwald zur größten Party des Jahres gehen. Ich brauche unbedingt die perfekten Schuhe. Da ist er. Der Wanderstiefel aus Glas. Stylisch, aber vernünftig. Eine gute Wahl. Ja, der passt zu dir. Aber ist sonst alles in Ordnung? Du wirkst ein bisschen angespannt. Ich glaube, ich bin etwas verwirrt. Jeder möchte mit mir dorthin gehen, aber ich darf nur einen einladen. Ich würde ja auch mitkommen, aber ich habe den Jungs versprochen, mit ihnen im neuen Multihex einen Gruselfilm anzusehen. Hängen lassen, er hat dich hängen lassen! Wie bist du denn bitte hier reingekommen? Ich war auf der Suche nach Damenschuhen! Hey, entspann dich, Ashlyn. Du wirst die perfekte Begleitung finden und einen wunderbaren Abend verbringen. Wir sehen uns später, meine Süße. Ashlyn, oh, stell dir vor, ich habe dich gesucht. Bitte sag's nicht. Du möchtest heute Abend mitgehen. Was? Nein, ich würde mich beim Waldfest nicht besonders wohlfühlen. So viel Wald und Festlichkeiten. Oh. Ich suche Cupid. Hast du sie gesehen? In letzter Zeit nicht. Hast du im Abracadabra-Café nachgesehen? Oh, danke. Da gehe ich hin. Oh, Cupid. Ich muss dich unbedingt was fragen. Naja, es ist etwas ziemlich Persönliches und ich bin nervös und... Ich finde, dass es in Fällen wie diesen das Beste ist, mit der Sprache rauszurücken und es zu sagen. Okay. Gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Oh, ja, gern. Ach, das ist super. Treffen wir uns um 8? Toll. Also um 8 dann. Gerne lassen, ja! Fortsetzung folgt. Diese Stiefel sind großartig. Cupid, da bist du ja. Du kannst mich echt sehen. Nach dem Gespräch mit Dexter vorhin frage ich mich, ob ich nicht vielleicht unsichtbar bin. Das tut mir leid. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ich glaube, du bist die perfekte Begleitung für das Waldfest. Was hältst du davon? Weißt du was? Ich glaube, ich brauche wirklich eine Pause von den ganzen Romanzen. Fantastisch. Dann brauchst du nur noch neue Schuhe.